Willkommen Leute und weiter geht's zu den nächsten Akt 2 Ungeladen. Hey, was ist das? Komm rum, dann siehst du's. Ein Eis. Sag ich ja, ich bring die Jungs mit. Oh, Himmel. Ich dachte, du meinst den Sprengstoff. Dann hätte ich gesagt, ich bring die Mädels. Aber die habe ich ja auch. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe gehofft, du könntest die Jungs irgendwie in eine Gangschießerei verwickeln. Ich habe ein paar offene Rechnungen und du schuldest mir was. Ich schulde dir gar nichts. Gib mir das Zeug, irgendwas, was ich tragen kann. Fein. Die zwei Sackraten sind noch übrig von einem Job für diesen Gabuner. Hättest sehen sollen, wie die mich ausschalten wollten. Ich fahre dieses Monster von Muscle Car direkt aus den 70ern. Du weißt noch, als auffällige Verkehrsteilnehmer einfach nur Audis anders. Ja, also, diese Genies hier dachten, sie rammen mich mit so einer albernen, umweltfreundlichen Plastikkarre. Aber das Ding machte nur Ding und prallt in eine andere Karre. Hier, halt mal. Super. Danke. Das hier hätte ich für dich. Eine Haftbombe. Hä? Sie haftet. Cool, oder? Also die beiden Idioten sitzen im Auto und jammern und flennen. Total fertig und ich weiß nicht, ob ich sie auslachen oder anschreien soll. Irgendwann ziehe ich meine 45er und schieße ihnen ein paar Löcher in ihre Fettfresse. Also das habe ich. Du kannst das für mich erledigen? Niemals. Nicht lange rumreden. Wir machen es so. Oder so. Ja. Genau so eine Art Proberunde. Was sagt ihr, Leute? Proberunde? Perfekt. Super. Ich brauche keine Proberunde. Nein, lass mich erstmal ein Stück. Fuck. Und los geht's. Eine Proberunde. Okay, die Kiste liegt da. Das nehme ich. Das V-Dinger. Die sind richtig nützlich. Ja, ja, ich weiß, wie das geht. Wo habe ich die jetzt? Blackout OSF. Oh, ich habe sogar ein paar Dinge. Und wir werfen sie. Und wir zünden sie ganz weit entfernt. Und let's go. So. Jetzt muss ich zur Simon Brick Fabrik. Dieser Steinmachfabrik. Hoffentlich geht das nicht über Leichen. Sierra Prefectory. Auch Sierra. Da wollen Irex Männer Bettlack umlegen. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige die Karte. Okay. Irex wird davon hören, Bettlacks Ansehen steigt. Ganz und ehrlich, so wie ich das erfahren habe, muss ich jetzt erstmal diese Bricks anlegen. Ist verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher aus. Durch die Gegend wird das hier nicht gemacht. Steam Loading. Mhm. Pierce, hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfalle, geil. Mhm. Die schlimmsten Jungs sind die... Okay, jetzt habe ich ein paar Minuten... zwei Minuten Zeit, um ein paar Ostereier hinzulegen. Da muss jemand regelmäßig packen. Also, ja, warum nicht? Mehr Reifenspuren. Die Autos kommen von beiden Seiten. Dann bin ich soweit fertig und versteck mich jetzt auf dem Kran, bis diese Zeit abgelaufen ist. Ach, mit C. Habe ich schon vergessen. Dafür bewege ich mich mit dem Kran jetzt. Und wir warten jetzt diese Minute ab. Wir haben
noch zwei von denen. Ich habe noch Zeit. Und da ist noch etwas Gutes. Also warten wir noch ein bisschen. Bis die ersten paar kommen. Ach ja, da ist ja auch noch Platz. Obwohl. Letzten 20 Sekunden. Ich habe eine ganze Menge Munition und let's go! Check. Und killen sie alle in Arbeit. Und da sind schon die zwei Autos. Oh, da ist er. Der schlimmste Typ von allen. So, dann geht's jetzt los. Das ist doch das Tollste. Na toll, ich habe keine Sprengfalle gelegt. Oh doch, da unten. Genau hinter mir steht der Typ. Jetzt bin ich überrascht. Der Bombentyp lässt sich aber auch nicht so schnell ab. Und die unterste Bombe sind ich da jetzt. Bam! Mit ran und schützen, okay. Bam! Was? Der ist noch am Leben? Das ist jetzt mysteriös. Bisschen Arbeit muss
dann trotzdem noch leisten anscheinend. Die Bombe habe ich ja abgeschaltet, heißt nichts Gutes. Oh, da unten ist man. Na dann. Yeah. Okay, jetzt muss ich nur noch eins wissen. Ich hätte auch aufsammeln können, aber egal. Da war ja was. Von dem Telefon. Ich will das jetzt so einfach machen wie möglich. Da ich das über Kameras steuern kann. Dann mache ich mir das eben weniger schwer. Hallo? Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Hey, was? Da steht er. Let's go, let's go, let's go. Ich stehe nur ein paar Meter entfernt von dem gerade. Dann sprich da mit Array. Und Bedbug wäre so gut wie tot. Ich hätte ihn gerade fast ausschalten können. Keine Zeit zum Reden. Sind die Cops vorbei, ja? Wow. Rondo und Rotorräder sind das Schlimmste, was ich fahren kann. Schaden angeben. Das ist richtig, richtig. Yeah. Ausschalten. Na dann. Oh Gott, das war gut. Wo ist denn Bedbug-Sache? Da. Na dann. Einzige Mal, dass ihr ein Motorrad fahren will oder Motocross. In diesem Game sollte ich immer lieber Autos fahren, die sind viel weniger anfälliger. Und man kann mit dem diese Abstandstellen anscheinend. Naja, jetzt 1,5 Kilometer entfernt und wir sehen uns da. In der Stadt. Genau das ist das Problem. Ach, weißt du was? Ich wollte was Schönes. Ein Rolls-Royce. Und zwar aus. Und wir sind gleich da. In diesen 300 Meter. Nun hat Bedbug den Ruf, den er immer schon haben wollte. Jetzt muss ich ihm Angst machen, damit er mir hilft. Eine kleine Erpressung sollte ihn doch überzeugen. Ich gebe. Aber ich kann auch sehr gut nehmen. Dann verstecke ich mich lieber. Denn es ist viel zu schwer, dass er mich hier
unentdeckt findet. Für Bad Bug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Und jetzt? Darf ich mich bloß nicht entdecken? Jemand ist hinter mir her. Pass auf! Alle sind tot! Du musst mich hier rausbringen! Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Alle sie Gespenster. Nein, warte! Warte! Den Scheiß, bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Also diese Aufnahme habe ich dann selber nicht gesehen. So, das war's. Haben Sie ein Problem? Nein. Ja, das war's mit dieser Mission. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Abo und natürlich über ein Däumchen oben. Sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.